So, hi und hallo mal wieder. Da ich meine Sammelmappe noch nicht vollständig habe, und zwar von Lego Nexoknix, habe ich hier mal mir 7 Booster wieder besorgt. Und welche Karten ich jetzt hier drin finde, Entschuldigung, und hoffentlich natürlich meine Sammelmappe vervollständigen kann, das schauen wir jetzt mal nach. Und wie gesagt, ihr wisst ja, ihr könnt die Gegenstände teilweise, wenn wichtige Gegenstände sind, halte ich sehr länger eine Kamera, dann könnt ihr sie einscannen für das Spiel. Ihr wisst ja, das ja sowieso immer wieder. Aber der das Spiel spielt, muss ich ja nichts erzählen. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um die Boosterkarten. Und wie gesagt, hier ist auch wieder, oder sollt ihr auch alles wieder kommentieren, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt, ist natürlich viel wichtiger, und wie vollständig eure Sammelmappe schon ist. Würde mich auch interessieren. Vielleicht sind ihr da draußen schon welche und haben ihre komplett vollständig. Hey, den habe ich aber noch nicht, glaube ich, gehabt. Gleich sofort nachschauen. Ihr könnt mir auch mal hier drunter schreiben, wenn ihr das Spiel habt, wie ihr es findet. Würde mich auch mal interessieren, wie viele da draußen sind und sich das Spiel gegönnt haben. Kostet ja nichts. Aber hier geht es ja nur um die Boosterkarten. Habt ihr recht. Ich schweife ab. Hey, mal wieder eine Ult. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Aber nichtsdestotrotz. Kommentiert mir, postet mir, was ihr von den Karten haltet. Ob ihr sie selber sammelt. Wie vollständig eure Sammelmappe schon ist. Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. So, da halte ich wieder länger hin. Könnt ihr jetzt einscannen oder drückt auf Pause. Und wie gesagt, wer jetzt erst damit gerne anfangen möchte, sie zu sammeln, wo die natürlich sicher und bequem zu bestellen gibt, wisst ihr ja, mache ich immer einen Link unter ein Video. Da könnt ihr sie auf jeden Fall sicher und bequem bestellen können. Günstiger müsst ihr selber mal schauen, ob es für euch passt. Aber teilweise ist es ja im Netz sowieso günstiger. Wenn ihr dann noch Blister, Multipack oder ein ganzes Display euch gönnt, dann sind sie sowieso günstig. Da brauche ich ja nicht drauf eingehen. Aber das wissen ja die meisten von euch schon. Immer unter dem Video schauen, in den Link klicken. Also hier ist es nun leider jetzt schon. Das letzte Lego Nexoknix Booster für heute. Nur für heute, wenn ihr es wollt. Schreibt es mir auch in die Kommentare, habe ich davon noch mehr, bevor die Kamera öffnen soll. Sonst gönne ich mir mal ruckzuck. Hier bei mir. Oh, ich halte es wieder länger hin. Oder drückt auf Pause und scannt dann ein. Ah, den habe ich schon doppelt. Also wie gesagt, kommentiert mir, postet mir alles. Ansonsten hoffe ich, konnte euch ein paar Kartenmotive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.